Sobald, herzlich willkommen. Wir wieder zurück bei Little Nightmares und ich will hier immer noch am rumhängen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also das weiß ich schon mal. Ich soll hier Licht anmachen, darüber nicht springen. Ja, komm, Alter, dann zieh mich in die Tiefe. Blöde Kuh, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Kotze. So, nochmal. Nochmal. Hüpfen. Rüberschwingen. So, rastet der Umi wieder aus. Okay. Und jetzt heißt es wieder hier Gas geben. Oh, oh, ist die schnell. Alter, was soll ich denn hier noch machen? Ah, ich kann den schieben. Ich kann den runterschieben. Alles klar, aber ich kann ihn runterschieben, Alter. Da muss ich mich auch übelst beeilen. Oh, warum bin ich denn da vorne nicht eher drauf gekommen? Ist doch klar, die macht das Ding, dass es so schräg wird. Ach, natürlich. Ich bin so behindert. So, der Strom müsste ausgeschaltet sein jetzt, so. Theoretischerweise, die Alte ist so tot. Oh, ein Trick. Ich mich jetzt gerade freue. Ich bin scheiße, den ich nochmal machen muss. Oh, komm, Kleiner, geh hoch. Ach Mann, warum gehst du dich da hoch? Jetzt, so. Oh, ich hab's geschafft. Geil. Was ist denn hier? Können wir die abmachen? Jo, cool. Steht eine Flasche. Was ist das? Okay, gibt's hier noch was? Nee, gibt's nicht weiter. Alter, aber erstmal auf die Idee zu kommen. Also das fand ich jetzt richtig cool. Das hat jetzt so richtig Laune gemacht. So, hoch mit dir in die Höhe, mein kleiner Freund. The Boy. War es das schon oder was? Nee, ist nicht euer Ernst, oder? Nee. Ah. Fuck. Muss ich mich jetzt schneller bewegen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ach nee. Das ist die Stelle aus dem Hauptspiel. Als
Also hat es der Kleine nie geschafft. Nie. Och, das ist aber übelst schade. Och, das tut mir aber jetzt so voll leid für den Kleinen. Okay. Also, richtig cooles kleines DLC. Weiß nicht, was ging das jetzt insgesamt mit dem Folgenlauf, wenn überhaupt eine Stunde oder so. Aber ich muss sagen, klasse Spiel. Wir hatten diverse Masken gehabt. Es gibt Konzeptkünste, die man freischalten kann, wahrscheinlich durch das Zeug, was man findet. Weiß auch alles nicht, was das so hier heißt. Ja, also ich kann es auf jeden Fall jedem ans Herz legen, dieses Spiel zu kaufen. Es ist schnell. Also nicht schnell, es ist einfach gehalten, gestrickt, ein bisschen was zum Überlegen. Niedlich aufgebaut, also total süß, aber trotzdem auch, ja, schaurig. Also auf so eine Idee erstmal zu kommen, cool, auf jeden Fall. Also ich empfehle es auf jeden Fall jedem von meiner Seite, also von keinem Publisher oder sonst irgendwas. Ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Folgen bei irgendeinem anderen Let's Play wieder. Also danke und ciao.